Ja, herzlich willkommen bei diesem neuen Tutorial hier zu FreeCAD. So, ich starte erst einmal das FreeCAD. Wie war das nochmal? Das machen wir. Ich starte die Version 20. Kann ich jetzt hier so hinfahren oder die Taste 0 drücken? Das ist mein Startmenü hier. Könnt ihr euch auch selber machen, sowas, wenn ihr halt unter Linux das Gambas Programmiersystem nutzt. So, zum FreeCAD 020, da schaue ich jetzt gerade noch mal rein, hier unter über FreeCAD, das ist die Version 0.20 im Bild 28697, die ist vom 13.04.2022. Okay, in der 19er Version, in der aktuellen geht das genauso. Also ihr müsst nicht unbedingt die aktuellste Version benutzen. So, dann geht's weiter. Was möchte ich machen? Bevor ich das anfange, kurz eine Info. Ich werde zu diesem Video Untertitel erstellen und die Untertitel lasse ich diesmal nicht Google erstellen, sondern die mache ich selbst, also die deutschen Untertitel. Google sorgt dann nur für die Übersetzung. So, und wenn euch Videos wie dieses hier zu FreeCAD interessieren, so lasst auch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und einen Daumen nach oben, dann seht ihr halt, also kriegt ihr solche Vorschläge von solchen Videos, nicht nur von meinen Videos. Okay, damit danke für das Zuschauen und ich starte dann einmal mit dem Tutorial. So, in diesem Tutorial soll es darum gehen, Zeichnungen, die man irgendwo im Netz findet oder vielleicht sogar auch in Papierform hat, da macht man eventuell Fotos von oder hat Fotos davon und man möchte das halt für Zeichnungen benutzen und das soll dann auch noch maßstabsgerecht werden. Und da legen wir jetzt los. Ich mache eine neue Datei und ich habe erstmal ein Bild eines Teils, was ich konstruieren möchte. Und das möchte ich halt maßstabsgerecht machen. Das füge ich jetzt hier ein. Dazu gehen wir aus dem Part-Design-Modus raus in den Image-Bereich. Und da haben wir hier so eine Funktion, die heißt, da ist das hier, Bildebene erstellen. Und zwar, wenn man das auswählt, dann kriegt man erstmal die Info, dass man eine Bilddatei auswählen soll. Dies ist bei mir bei Screenshots und das heißt rippe.png. Und dann auf welche Ebene? Okay, Tragflächen, die stehen normalerweise nicht senkrecht auf dem Tisch, sondern die liegen. Also ist das die XZ-Ebene, die ich da jetzt wähle. Weil das ist eine Rippe einer Modellflugtragfläche. So, die liegt jetzt hier so im Raum und damit man darauf zeichnen kann, ist das noch ein wenig zu verändern. Ich mache mal gerade für euch oben die Tastenkommandos an, wenn ich was tippe. Also man kann jetzt hier diese Image Plane anklicken und dann kann man über STRG D in so eine die Anzeigeneigenschaften dieses Bildes ändern und dann hat man hier die Transparenz. Und da stellen wir jetzt einfach so auf 50%. Man sieht hier, das ändert sich wahrscheinlich erst, wenn ich schließe. Aber wir werden es jetzt sehen, wenn ich was zeichne. So, jetzt wechsle ich wieder in den Part-Design-Modus um. Die Taste 1 auf dem 10er-Tastenblock, die holt mir die Zeichnung hier so rein. Und da erzeuge ich jetzt erstmal einen neuen Körper und eine neue Zeichnung. Die neue Zeichnung kommt auch auf die XZ-Ebene. Und da sieht man jetzt, da ist es transparent geschaltet, wenn andere Grafik aktiv ist und dann kann ich da so halb durchgucken und ich sehe auch meine Linien, die ich zeichne. Was ich zunächst hier reinzeichne, hier diese Rippe soll 171 mm lang sein. Also das ist das Maß, das ich erreichen muss. Dazu zeichne ich jetzt erstmal eine Linie hier rein. Lass mal von hier vorne gehen bis hier hinten und die ist waagerecht. Okay, dann geht man hier in die Vergrößerung mit dem Mausrädchen und schiebt den Punkt hier so auf die Mitte dieser schwarzen Linie. Dasselbe macht man hier hinten auch. Da habe ich ein bisschen falsch geklickt, aber egal. Och, das ist schon ziemlich genau. Das kann man hier noch so schieben. Okay, und das soll jetzt 171 mm lang sein. Okay, was machen wir da? Einmal antippen
dann hier diese Bemaßungsfunktion wählen. Man kann auch die wählen. Ich wähle jetzt die. In dem Fall, weil es schon waagerecht ist, ist es relativ egal. Und da haben wir 596,01 mm. Und das Maß, dann stelle ich hier auf Referenz und einmal OK. So, dann ist das bemaßt und jetzt kann ich damit schon das Teil skalieren. Beziehungsweise erstmal rechnen. Dafür habe ich einen Taschenrechner. So, den packen wir uns mal hier unten hin und da rechnen wir jetzt aus, die 171 möchte ich erreichen. Die teile ich durch 596,014 und da kommt ein Faktor raus. Den lasse ich hier erstmal drin bestehen und beziehungsweise ich kann ihn direkt hier kopieren. Ich glaube, das ist Steuerung C drücken, aber wir können es mal gerade schauen. Ich glaube, ich brauche einfach nur Steuerung C drücken. Okay, das sehen wir gleich, ob es geklappt hat. So, jetzt gehe ich wieder hier rein. Ich schließe die Zeichnung erst einmal und möchte jetzt dieses Bild entsprechend skalieren. Das wird selektiert. Dann haben wir hier bei Placement, beziehungsweise hier, da ist das zu skalieren. Wir haben hier die Größe in X und Y dieses gesamten Bildes. Und da gehe ich jetzt hier auf dieses FX-Symbol und tippe hier ein. Mal Steuerung V. Und da ist mein Maß aus dem Taschenrechner drin. Und einmal OK. Jetzt wechsle ich hier das Maß. Da sieht man, das Bild ist schon viel gedrungener geworden, aber immer noch in der Höhe habe ich es dann noch nicht skaliert. Das heißt, hier machen wir dasselbe, das Millimeter weg. Mal Steuerung V. Und dann einmal dahin klicken und dann ist das Bild skaliert. Diesen Sketch hier, den können wir jetzt wieder öffnen. Das Maß hier, das brauche ich nicht mehr. Und ich will jetzt neu bemaßen. Und zwar, bevor ich das mache, werde ich aber diese Zeichnung erst einmal noch verschieben. Und zwar, dann machen wir jetzt hier vorne eine Linie hin. So, und wir machen eine Linie dahin. Die ziehen wir uns jetzt hier entsprechend da rein. Ja, das war ein bisschen falsch. So soll sie zum Beispiel schieben, liegen. So, da bemaßen wir jetzt einmal das Maß hier. Und das machen wir auch als Referenz. Minus 86,04. Und dann haben wir noch das Maß hier. Dann schieben wir den hier auch noch richtig so. Und das Maß richtig schieben, so das Maß dort, das sind minus 3,02, auch als Referenz. So, die schreibt man sich jetzt am besten auf, beziehungsweise man merkt sie sich und wechselt hin und her. Ich mache das jetzt mit dem Wechseln. Also wir haben hier minus 86,0443. Das heißt, diese Zeichnung muss verschoben werden um 86,0443 in X-Richtung. 86,0443. Das heißt, ich gehe hier auf Image Plane, auf Placement Position und trage hier an 86,0443. Und OK. Dann öffnen wir jetzt wieder diesen Sketch. Man sieht jetzt, die fängt jetzt genau auf dem Mittelpunkt an. Das ist schon mal gut. Jetzt muss nur noch das hier 3,01882. Ich denke mal, da reicht 3,019. Kann man daneben 3,019. Das heißt Image Plane und nicht dahin, hierhin bei Position und zwar in Z-Richtung, das ist ja in XZ 3,019. Das 3,019. Man kann noch mal in den Sketch reinschauen. 3,019. Jo, ist korrekt. Man sieht jetzt aber schon, das hier, das liegt da jetzt auch auf der Mittellinie. Also können wir es schließen. Die Zeichnung können wir erstmal rausnehmen.
So, jetzt können wir hier bemaßen, hat es denn wirklich geklappt? Das heißt, ich zeichne erst einmal, ich mache eine neue Zeichnung wieder in der XZ-Plane und dann ziehen wir hier eine Linie von da nach hier hinten, so wie wir das vorhin auch gemacht haben. Die ziehen wir jetzt hier schön in die Mitte und dann bemaßen wir die. Und das ist 170,98. 171 soll das Maß sein. Also das ist schon genau genug. Also da brauchen wir nicht weitermachen. Das können wir rausnehmen hier. Und jetzt, was macht man, um hier dann diese Rippe zu konstruieren? Also einmal ziehen wir eine Linie hier vorne hin. So, da, die fährt man jetzt hier zu den Punkten, wo sie hin soll. Das passt so. Dann kann man die Linie selektieren, kann hier auf dieses Kreuz klicken, dann ist die fixiert, die lässt sich jetzt nicht mehr verschieben. Und dann können wir hier erstmal ein Spline konstruieren bis zu diesem Rippeneinschnitt hier. Das ist hier diese Spline-Funktion, geöffnete Splines. Da fängt man hier mit dem an. Und dann überlegt man sich, wie viele Stützpunkte soll das Spline haben. Machen wir mal 1, 2, 3, 4 und 5. Einmal rechte Maustaste. Und jetzt kann man diese Stützpunkte hier entsprechend verschieben, bis das Spline eben möglichst genau dieser Linie des Profils folgt. Okay. Und das hier. Jo. So kann man das lassen. Das machen wir jetzt hier unten auch. Da auch nochmal ein Spline. Von da. Da machen wir auch wieder 1, 2, 3, 4, 5 und ist nicht sonderlich schlimm, wenn man mehr oder weniger von den Punkten macht. Manchmal mehr Arbeit, manchmal aber auch besser, muss man eindeutig sagen. Okay. Aber das muss man ein bisschen so. Nicht diese Punkte nehmen, sondern immer die hier, die dann so aufblinken bei den Splines. Okay, der ist gut. Den hier kann man auch ein bisschen verschieben. So, dann machen wir hier jetzt noch Linien dran. Von da vertikal bis da. Machen wir hier oben auch. Von da vertikal bis da. Und da kann man jetzt eigentlich, hätte ich direkt hier die Polygonfunktion nutzen können. Also von da bis da bis da. Und das machen wir hier gerade auch mal. Polygonfunktion von da bis da bis da. So, dann kann man jetzt die weiteren Splines da dran zeichnen. Wieder geöffnete Splines. Das machen wir hier von da und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Das machen wir hier unten auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, da hinten können wir direkt verbinden mit einer Linie, dass die auch senkrecht verbunden sind. Den zu dem. Dann können wir hier erstmal ein bisschen korrigieren. So. Und der stimmt soweit. So, jetzt machen wir die Linien auch noch hier vernünftig. Diese, dass die da wirklich auf der Wurzel, wie auf der Zeichnung halt drauf liegen. Der hier, der muss ein bisschen nach oben. Ja, sieht gut aus. Der liegt auch gut aus. Gut, gut. Jo. Der Plan ist okay. Dann
Machen wir das hier auch mal eben. Gut. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen nach unten. Da muss jetzt wirklich, da muss man genau hingehen, dass man das richtig erwischt. So. Ich denke, so kann man es lassen. So, jetzt haben wir die Rippe im Prinzip schon fertig. Es fehlen noch die Bohrungen. Da zeichne ich jetzt einfach hier zwei Kreise ein. Die bewege ich jetzt, bis die passen. Dann gucken wir mal, was für ein Maß das ist. Durchmesser 10 mm. Ja, das wird es wohl sein. So, dann haben wir hier das Maß hier. Dann Durchmesser. Ist das 3 mm? Ja, das ist 3 mm. Also innerhalb 0, nix hat man so eine Rippe nachkonstruiert und kann damit jetzt schon weiterarbeiten. Das heißt, schließen und das wird jetzt aufgepolstert. Und in der Zeichnung steht hier sogar drin, die sind 2 mm, die Rippen. Also machen wir das auch 2 mm und da haben wir die Rippe nachkonstruiert. Wir können die jetzt drucken und beim Flugzeugmodellbau benutzen. Okay, nochmal, wie gesagt, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Ein Daumen nach oben, dann kriegt ihr halt solche Videos vorgeschlagen, nicht nur von mir. Und damit danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr sowas nachkonstruieren könntet und dann auch mal hier eine Notiz im Kanal da lasst. Dankeschön und tschüss.